Ich schätze, ihr alle habt die letzten Tage dieses Video aus Sylt gesehen. Ausländer raus! Deutschland den Deutschen! Ausländer raus! Wir sehen hier ca. 50 bis 100 Menschen, die zu einem Song von Gigi D'Agostino Deutschland den Deutschen Ausländer rausbrüllen. Dieser Herr hier zeigt dabei noch einen angedeuteten Hitlergruß und kratzt sich am imaginären Hitlerbärtchen. Die Reaktion eines jeden vernünftigen Menschen, der dieses Video nun sieht, sollte eigentlich gleich ausfallen. So etwas ist klar abzulehnen und wird zu Recht kritisiert. Und das auch wenn ich davon ausgehe, dass die Menschen in dem Video wahrscheinlich keine politische Agenda verfolgen und auch kein gefestigt nationalsozialistisches Weltbild haben. Trotzdem, und auch wenn es mittlerweile eine Art Meme geworden ist, muss so etwas kritisiert werden. Dementsprechend schrieb ich auch auf Twitter: Erschreckend, was auf Sylt vor sich ging. Den Hitlergruß machen und rechtsextreme Parolen brüllen hat längst nichts mehr mit einer gemäßigt rechten Position zu tun. Jeder, der sich als Demokrat versteht, muss so etwas klar ablehnen. Mir ist klar, dass von diesen Jugendlichen vermutlich keine große Gefahr ausgeht. So etwas muss aber im Keim erstickt werden. Die Antworten auf diesen Tweet waren, sagen wir mal, ernüchternd. Viele meinten, dass es doch nicht so schlimm sei oder wollten es irgendwie runterspielen. Andere wiederum fanden es sogar vollkommen okay, weil es doch nur ein Meme ist. Aber das ist ja gerade der Punkt. So etwas sollte kein Meme werden. Deutschland den Deutschen ist nach meinen Recherchen zwar kein offizieller Wahlspruch der NSDAP gewesen, aber es taucht in einigen Schriftsätzen aus dieser Zeit auf. Und auch rein inhaltlich ist die Forderung nach einem ethnisch reinen Deutschland ja auch klar rechtsextrem. Wenn man dann noch anfängt, den Hitlergruß zu zeigen, wird es wirklich schwer, das damit zu verteidigen, dass es doch nur ein Meme ist. Aber schauen wir uns zunächst mal die medialen Antworten auf diesen Vorfall an. Und wir fangen mit einem positiven Beispiel an. Kein vernünftiger Mensch tanzt zu Deutschland den Deutschen Ausländer raus, zeigt den Hitlergruß und kratzt sich am Hitlerbärtchen. Kein vernünftiger Mensch, weil es aber solche und auch solche Kommentare unter dem Video gab, hier jetzt in aller Deutlichkeit. Ja, jede Form von Extremismus ist kritikwürdig und zu bekämpfen. Wenn Islamisten ein Kalifat ausrufen wollen, wenn Judenhass wieder mutig auf unseren Straßen propagiert wird, wenn Linksextreme Anschläge durchführen und wenn Leute seelenruhig den Hitlergruß zeigen, egal ob Schnösel auf Sylt oder Grünpolitikerinnen besoffen bei Polizeikontrollen. Man kann und muss auch die Asylpolitik der Regierung kritisieren und die negativen Folgen wie den Anstieg der Kriminalität. Aber es ist kein Grund, keine Ausrede, dieses ekelhafte Verhalten von Sylt nicht zu kritisieren. Es gehört für mich zu einem gesunden Wertekompass, rechtsextreme Gesten zusammen mit rechtsextremen Aussagen einfach zu verurteilen. Fand ich tatsächlich stark, dass man es bei News geschafft hat, sich klar dagegen zu positionieren, auch wenn man dafür wahrscheinlich einigen Gegenwind aus der eigenen Community bekommen hat. Andere Reaktionen auf dieses Sylt-Video jedoch kann ich weniger nachvollziehen. Ich habe gerade das schlimmste Video aller Zeiten gesehen. Vorweg, Nazis sind echter Beweis, dass Gehirnversagen nicht immer zum Tod führt. Erstmal, glaubt wirklich irgendjemand, dass sie wegen diesem schlimmsten Video aller Zeiten weinen musste und sich dann vor die Kamera setzt, um ein Video aufzunehmen? Zweitens habe ich auch ein großes Problem damit, die Menschen dort als Nazis zu bezeichnen, auch wenn das in wirklich vielen Beiträgen zu dem Thema gemacht wurde. Was sie dort getan haben, war absolut nicht okay und gehört auch zu Recht kritisiert. Aber für mich ist das einfach noch nicht genug Grund zur Annahme, dass diese Menschen dort wirklich ein nationalsozialistisches Weltbild haben. Ja, ich möchte mit dem Begriff Nazi bzw. Neonazi wirklich sehr vorsichtig umgehen und ihn auf keinen Fall verwässern. Aber schauen wir uns das Video mal weiter an. Das sind so Momente, wo ich mich so schäme, so eine deutsche Kartoffel zu sein. Mit unserer Vergangenheit. Ey, wir haben so viel Scheiße gebaut. Okay, warum musst du dich jetzt dafür schämen, eine deutsche Kartoffel zu sein? Niemand hat sich seine Nationalität selber ausgesucht. Und dementsprechend kannst du auch logischerweise nichts dafür, was deine Vorfahren in diesem schrecklichen System damals vielleicht getan haben. Natürlich gibt es eine gewisse historische Verantwortung und deswegen ist es auch absolut wichtig, so etwas, wie hier auf Sylt passiert ist, klar zu kritisieren. Aber das heißt doch nicht, dass man sich für seine Nationalität schämen muss. Das zeigt mir noch einmal mehr, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Es ist nicht so, dass es Jahrhunderte her ist, dass die Deutschen zwei Weltkriege angezettelt haben, 1914 bis 1839 bis 1945. Es ist wirklich noch nicht lange her. Aber immerhin die Jahreszahlen hast du gut gelernt. Sorry, ich kann das mit diesem gespielten Wein nicht ernst nehmen. Schauen wir uns mal eine weitere Reaktion auf das Sylt-Video von einem gewissen erfolglosen Rapper mit Haarausfall an. Drecks AfD, Drecks AfD,
Rechte sind Nazis, Drecks AfD. Drecks AfD, Drecks AfD. Rechte sind Nazis, Drecks AfD. Drecks AfD, Drecks AfD. Rechte sind Nazis, Drecks AfD. Drecks AfD. Okay, mal abgesehen davon, dass der Ohrwurm leider nicht halb so gut ist wie im Original. Was möchtest du mit der Aussage, Rechte sind Nazis denn bezwecken? Hatten wir bei der letzten Bundestagswahl wirklich 33% Nazis im Land? Also mir ist schon klar, dass das eine Antwort auf den Originalsong sein soll, der ja auch nicht besonders differenziert ist. Aber trotzdem führt eine Aussage wie Rechte sind Nazis nur zu einer weiteren Spaltung und hilft im Endeffekt noch den Rechtsextremen oder wirklichen Neonazis. Etwas, womit ich auch ein Problem habe, waren die Beiträge von Bild zu dem Thema. Vor kurzem beispielsweise veröffentlicht, 3 wurden bereits gefeuert. Nazi-Skandal. Das sind die Sylt-Schnösel. Die Bild hat nämlich auch in mehreren Artikeln versucht, die Identität der Leute auf dem Video herauszufinden und ihre Namen daraufhin zu doxen. Versteht mich nicht falsch, wenn diese Leute identifiziert werden können und daraufhin eine Anzeige bekommen und wegen zum Beispiel Volksverhetzung dann verurteilt werden, ist das vollkommen okay. Die sollen ihre gerechte Strafe bekommen und was sie getan haben, finde ich auch nicht in Ordnung. Aber deswegen jetzt in einer großen Tageszeitung ihre Namen zu doxen, geht mir persönlich einfach zu sehr in Richtung Selbstjustiz. Aber auch von der anderen Seite gab es Reaktionen auf den Vorfall. Sogar ziemlich erschreckende. So schrieb Martin Sellner auf Twitter, spätestens seit Sylt ist das Lied eine Legende. Kommende Generationen werden es spielen. Es wird der Soundtrack zu Remigration. Die Hetzpresse schafft eine Hymne des Migrationswiderstandes. Das sind alles keine Nazis, sondern Leute, die mal Spaß haben wollen. Die Empörung ist ein Elitenphänomen der Herrscherkaste. Das wird nach hinten losgehen. Ja, Martin, und wenn wir bei der Remigration noch mehr Spaß haben wollen, zeigen wir dabei noch den Hitlergruß. Hauptsache, er hat sich wirklich glaubhaft von seiner Nazi-Vergangenheit distanziert. By the way, falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Eine Sache, die mich sehr verwirrt hat, war die Antwort der SPD auf dieses Video. Diese posteten nämlich auf Instagram, Deutschland den Deutschen, die unsere Demokratie verteidigen, am 9. Juni SPD. Also ich würde ja fast sagen, dass diese Provokation gelungen ist, aber ob man damit jetzt wirklich werben muss, weiß ich ja nicht. Anscheinend haben es auch die meisten falsch verstanden, denn der Post wurde kurze Zeit später schon wieder gelöscht und sie schrieben in ihrer Instagram-Story, wir haben gerade einen Post veröffentlicht, mit dem wir aufs Schärfste verurteilen, was wir in einem Video aus Sylt gesehen haben. Dabei haben wir es nicht geschafft, einen Ton zu treffen, der alle mitnimmt. Ja, ich glaube, ihr habt mit diesem Post so circa niemanden mitgenommen. Es gab auch noch weitere super lustige Reaktionen zu dem Thema. Je mehr man darüber nachdenkt, je geiler wird das. Und wirklich, natürlich singe ich das Lied mit, soll ja keiner denken, dass ich mir die Geldstrafe nicht leisten kann. Wie unangenehm willst du sein? Natürlich. Also er liest basically dieses Meme hier vor, aber er tut das auf eine Art, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema, denn vor kurzem taucht ein weiteres Video auf, das die gleichen Menschen von dem ersten Video zeigen sollte, das kurze Zeit später aufgenommen wurde und zeigen soll, wie sie eine schwarze Frau mit dem N-I-G-E-R-Wort rassistisch beleidigen. Verpiss dich einfach. Also, verpiss dich einfach. Ich will kein Foto mit der machen, Mann. Gibt definitiv eine Anzeige. Guck mal, ja, zeig dich an. Gibt definitiv eine Anzeige. Ja, genau du. Reicht jetzt, reicht jetzt. Hör auf die Videos, hör auf, es reicht jetzt. Klopf dich einmal, schlag dich davor. In dem Video sehen wir leider nicht wirklich, wie die Frau beleidigt wird, nur wie sie die anderen Leute filmt und dann einer ihr die Kamera aus der Hand schlägt. Das mit der Beleidigung würde schon irgendwo ins Bild passen, aber ist jetzt natürlich nicht bewiesen. Und jetzt aktuell tauchen auch noch weitere Videos auf, wie dieser Song zum Beispiel hier an einem Schützenfest gesungen wird. Erstmal finde ich es interessant, dass man hier schlau genug war, das Bild zu blurren, damit diese Personen nicht ausfindig gemacht werden können. Aber vor allem finde ich es beunruhigend, dass das hier schon wesentlich aggressiver und ernsthafter klang. Letztendlich kann ich nur sagen, dass mich dieser Trend schon irgendwie beunruhigt. Vor allem, wenn man dann die Tweets von Sellner und Co. zu dem Thema sieht. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video.